Stoiber, Koch, Schäuble, Merz und Meyer, diese Menschen sind endgültig in ihre nationale Phase eingetreten. Entscheidend ist nur noch, was hinten raus muss. Stoiber wörtlich, wer die Stammtische diffamiert, diffamiert die deutsche Bevölkerung. Da hat der Mann nur wieder recht. Sie müssen sich die Deutschen als kollektiven virtuellen Stammtisch vorstellen. Wo Menschen einen Stammhirn haben, hat der Deutsche einen Stammtisch. Und wie wollen Sie einen Moslem, der keine Schweinshaxen frisst und kein Bier säuft, wie wollen Sie den am deutschen Stammtisch integrieren? Das geht doch gar nicht. Man kann doch nicht einfach so Deutscher werden. So blöd muss man geboren sein. Das ist eine Blutsache. Deutschsein ist eine Blutsache. Ich gehe weiter, ich sage, Deutschsein ist eine Art genetischer Defekt. Ich hab's ja selber, es tut ja nicht weh. Also einem selber nicht. Sie überfordern die Deutschen. Doppelpass. Da denkt der Deutsche, ey, die haben was extra, das will ich aber auch. Was stellt der Anwärter auf einen Hirnschrittmacher sich unter einem Doppelpass vor? Dass man zweimal Steuern zahlen darf oder was? Aber die Deutschen haben schon Doppelnamen nie wirklich akzeptieren können. Was wollen Sie diesen Leuten erklären? Man kann in kultureller Vielfalt nebeneinander leben, ohne seine Identität zu verlieren. Diese Menschen leben in Einfalt, ohne eine Identität zu haben. Und das ist das eigentliche Problem bei der Integration. Da schwafeln die alle von, die müssen alle integriert werden, nur wohin? Was ist das, die deutsche Identität? Die ist ja hier in Gefahr, haben Sie auch gehört, ne? Roland Koch sagt, die Deutschen haben Angst, ihre nationale Identität zu verlieren. Entschuldigung, ich lebe ja auch mit Roland Koch in einem Land. Was soll das sein, die deutsche Identität? Jeder Franzose besitzt eine Carte d'identité. Was haben Sie? Sie haben Personalausweis, oder? Sie haben ein Dokument, das belegt, dass Sie zum Personal der BRD gehören. Was ist das, die deutsche Identität, wenn Sie als Türke nach 20 Jahren in Bayern endlich jodeln können? Sie haben den Schuhplattler alles drauf, ziehen beruflich nach Mecklenburg-Vorpommern um. Machen Sie erstmal einen Schnellkurs im Fidschi-Klatschen oder was? Das ist doch regional verschieden, wenn man dazugehören will in diesem Land, oder? Was ist die deutsche Identität? Ist es der krachlederne, bayerische, bierkrugstämmende Hinterwäldler? Der einsilbige, norddeutsche, teenippende Fischkopf? Oder der mit Kölsch abgefüllte Vollproll? Oder? Oder ist es am Ende doch noch der Düsseldorfer Vernissagegänger, der alles, was er sich nicht erklären kann, für Kunst hält? Zum Beispiel den mit Kölsch abgefüllten Vollproll. Und wollen Sie von Menschen, die zum Teil aus jahrhundertealten Kulturen mit intakten Familienstrukturen zu uns kommen, ernsthaft erwarten, dass sie sich auf dieses Niveau hier begeben? Als letztes Argument kommt die Sprache. Die müssen wenigstens Deutsch können. Die müssen wenigstens anständig Deutsch können. Was ist das denn jetzt wieder? Anständig Deutsch. Wo wird das gesprochen? Waren Sie da schon mal? Sind Sie Deutscher? Können Sie sich an einem schwäbischen Stammtisch artikulieren? Die meisten Kölner können schon in der Eifel nicht mehr nach dem Weg fragen. So sieht das aus. Deutsche sind das alle. Nur wenn Sie als Ausländer den deutschen Pass haben wollen, dann machen Sie einen Sprachtest. Der fällt verschieden hart aus, kommt ganz auf an, wo Sie den machen. Willkür der Ausländerbehörde vor Ort. Es gibt Städte in Deutschland, da müssen Sie beim Sprachtest beweisen, dass Sie auf Deutsch erklären können, was ist der Unterschied zwischen Mehrheits- und Verhältniswahlrecht. Ja, da dürfen die meisten von Ihnen ziemlich froh sein, dass Sie schon Deutsche sind. Ne?
Die harmlose Variante des Sprachtests, die Mindestanforderung sozusagen, die ist folgende. Sie müssen einen deutschen Zeitungsartikel, nicht so ein Vierzeiler aus der Bild-Zeitung, so einen richtigen Zeitungsartikel, Kommunalpolitik, so ein verquastes Zeug, das müssen Sie auf Deutsch lesen können, verstehen können und den Inhalt dann mit eigenen Worten auf Deutsch wiedergeben können. Wenn Sie den Test mit allen Deutschen machen, können Sie die Hälfte ausbürgern. Ein verführerischer Gedanke. Nur, welches Land soll 40 Millionen Intelligenzflüchtlinge aufnehmen? So große Container kann nicht mehr RTL bauen. Was haben die Stammtischbrüder für ein Problem mit den Türken? Es geht ja um die Türken. Nennen wir das Kind beim Namen. Ausländerproblematik. Hören Sie da auf. Ich lebe jetzt in Düsseldorf seit 12 Jahren. Wir haben einen schönen Stadtteil Niederkassel. Da haben wir einen Ausländeranteil von 25%. Aber das sind eben Japaner. Das sind so gesehen keine Ausländer. Die leben normal. Die saufen. Die machen beim Schützenumzug mit. Selbst Karneval. Die brauchen sie nicht mal schminken. Die sehen lustig aus. Integriert sind die nicht, da wollen sie keine Sorge haben. Die wenigsten Japaner in Düsseldorf können Deutsch. Wozu? Japanische Kindergärten mit japanischen Erziehern, japanische Schulen mit japanischen Lehrern, japanische Banken, japanische Kaufhäuser, japanische Restaurants und japanische Hotels. Das größte buddhistische Zentrum außerhalb Asiens steht in Düsseldorf-Oberkassel am Seestadt. Da ist der japanische Kaiser der Tenno zur Einweihung gekommen. Im deutschen Supermarkt, im kleinen Rewe-Laden in dem Viertel, gibt es ein Regal mit japanischen Produkten, japanischen Schriftzeichen und einem japanischen Verkäufer den Fisch. So schneiden wir die Japaner den Essen. Die haben in zwei Apotheken extra japanische Mitarbeiter, um die Leute bedienen zu können. Die haben sogar Jehovas Zeugen im Japan. Einen Wachturm an der Straße endlich steht. Und es ist alles kein Problem. Kommen Sie mal dahin. Es ist ein friedliches, ein freundliches Nebeneinander. Es ist kein Miteinander. Man muss nicht integriert sein, um friedlich in einer Stadt oder einem Land zusammenleben zu können. Rheinländer, Westfalen sind doch auch nicht integriert. Leben doch in einem Land, wo ist das Problem? Man kann doch mal ein Bier zusammen trinken. Die einen trinken Bier, die anderen das, was sie da verhalten. Ja und? Warum geht das mit den Türken nicht? Und ich glaube, ich habe die Lösung. Heute glaube ich, die Stammtischbrüder sind neidisch auf die Türken. Die Stammtischbrüder sind neidisch darauf, dass viele Türken immer noch so schön im guten alten Patriarchat leben dürfen. Die guten alten Zeiten der Stammtischbrüder. Die Frauen halten das Maul in der Öffentlichkeit, laufen schön auf der Straße 10 Schritte hinterher mit den Plastiktüten. So würden die selber gerne wieder leben, die Stammtischbrüder. Das gönnen die den Türken nicht. Und deshalb, meine Damen und Herren, deshalb sollen die Türken integriert werden. Warum sollen die es besser haben als wir?